So, die Erschwernis ist nicht eingetragen, aber kriege ich die plus. Nee, 16, 16. Ich könnte. Ich müsste die Charisma um 6 Punkte unterwürfeln. Das müsste eine 6 sein. Und halt, ja, ich würfel mal einen Punkt Glück aus und gebe die Würfel, die Gassenwissen neu. Okay, nein, das wird nichts. Ja, so, du hörst dich ein bisschen um. Es gibt ein paar Fischer, die berichten können, wie grausam doch das Wasser ist. Einiger behauptet wohl, und du gehst der Fährte so ein bisschen nach, dass er wohl eine Flaschenpost gefunden hat. Die hat er wohl nicht geöffnet. Wenn du dann so ein bisschen davor stehst, überlegst noch, ob sie irgendwie ein böses Artefakt sein könnte oder so, kannst du dann aber auch entkorken, einmal durchlesen, war dann wohl auch nur ein Brief von der Mutter an den Sohn, irgendwie datiert im Jahre 732 nach Bosbarans Fall, ist auch fast unleserlich und hat mit Badarion Padigan gar nichts zu tun. Dir wird aber, ich muss gerade gucken, 7 Punkte. Du findest kein Siegel, allerdings wird dir ein Name zugetragen. Und zwar soll wohl der Anführer, das sind zumindest die Informationen, die du bekommst, ob das richtig ist, weißt du nicht. Der Anführer der Insel von Rulat soll der Priester Vatacheon Karhapsutan sein. Ob das Ach, stimmt, Theon. weißt du nicht. Vatacheon Karhapsutan. Du bist doch sicher so lieb und schreibst mir das nochmal, oder? Ja. Er soll wohl ziemlich groß sein, fast so groß wie die Torwale, dürr sein, unglaublich dürr und so glubschige Fischaugen besitzen. Das war so alles, woran man sich erinnert. Ja. Priesterin der Säuferin? Höchstwahrscheinlich bei dem Namen. Die Leute wissen das nicht genau. Das ist wenigstens Also, das ist etwas. so halt alles, was man dir geben kann, so ein Name. Ja, mit dem muss sich Diamantis dann auch ja zufrieden geben, wenn er den ganzen Tag da durch die Stadt läuft und irgendwelchen Spuren verfolgt, die am Ende dann nur immer wieder zum selben Namen führen. Und so verbringt er den Tag. Dann fragen wir Abel mir, was möchtest du tun? Ja, ich würde hier erstmal einen Brief verfassen an Hafax, den Fürstkomtur von Tobir und Maraskan. Und mich dann aufmachen zu seiner Gnaden Wulfhelm Tannhäuser, um ihn zu bitten, diesen Brief auf Hesinde gefällige Weise zu verschlüsseln und mir die Methode mitzuteilen, nach der dieser Brief verschlüsselt wurde, um, also ich weihe den Plan ein, Yasina Melena zu kontaktieren und dass nur sie, beziehungsweise auch eine Sinnegeweihte, diesen Brief verschlüsseln kann wieder. Dann gib mir mal eine Überredenprobe. Okay. Sie ist natürlich erleichtert, weil du jetzt den Hesinde-Tempel aufgebaut hast, auch in seiner Abwesenheit. Er ist noch nicht ganz fertig, aber den guten Willen erkennt er. Auch wenn er dich nicht mag, das spürst du ganz deutlich. Du kannst doch dahinter nochmal eine Kryptografie-Probe würfeln. Ich würfel einfach überreden und gucken, wie es Genau, klappt. würfel einfach mal überreden und danach Kryptografie. Und dann kannst du ihn in den Plan einweihen. Yasina Melena kennt er selbstverständlich. Ist eine alte Freundin von ihm, auch wenn er sie lange, lange nicht gesehen hat, was natürlich verständlich ist. Aber er ist ja auch mit vielen anderen Hesinde-Geweihten bekannt. Ja, mir sind beide Proben geglückt. Kryptographie nicht so gut, aber ich muss ja bloß die Methode kennen, um sie ihr mitzuteilen. Ja, also er redet irgendwas von der Ysilia-Verschlüsselung. Du versuchst das so ein bisschen, also er versucht es dir zu erklären, du verstehst es aber nicht mehr. Also nach irgendwann 10 Minuten bist du dann komplett raus und er müsste dann wieder von vorne anfangen, dir es zu erklären. Aber er sagt, Yasina kennt diese Verschlüsselung, die, wie gesagt, Ysilia-Verschlüsselung. Und er notiert dann und verschlüsselt dann den Brief, den du ihm so diktierst oder den du ihm vorlegst. Meinetwegen auch in der Handschrift von Zulamin. Und dann ist nach grob einer Stunde der Brief so sorgfältig verschlüsselt, dass höchstwahrscheinlich ihn nur Yasina oder ein anderer Erzdrakoniter oder so etwas entschlüsseln könnte. Ja, ich würde den Brief einstecken und mich umgucken, wie die Fortschritte auf diesem Bau laufen und Raphim auf die Finger schauen Ja, dabei. das kannst du tun. Wie gesagt, er ist dann auch irgendwann fertig mit seiner Liturgie und fängt dann wieder an zu schleppen.
Die Leute sind auch selbstverständlich da. Angroschminia ist wohl heute nicht mehr da, aber Lahalkash hat sich auf alle Fälle weiter angeschlossen. Und so wird der Bau weiter wachsen. Mit den wenigen Sachen, die man hat. Ja, am Abend würde ich dann zum Schiff zurückgehen und die verschlüsselte Botschaft Slomin übergeben. Oder so. Und ihr ermitteln, welches Schlüsselwort bzw. welche Verschlüsselungsnode sie an Yasina Milena übermitteln muss und dann den Brief selber Zapetil in die Hand drücken. Muss ich das dann überhaupt noch, wenn das irgendwie so eine Hesinde interne Geschichte ist? Ja, ich weiß ja nicht, welche Verschlüsselungsart gewählt wurde. Und es soll uns Ewigkeit dauern, erstmal den Brief zu entschlüsseln und die Methode. Ja, also einfach das Stichwort. Sollten da nicht irgendwie Prüfbits drin sein, an denen sie erkennen kann, wie die Verschlüsselung ist, wenn sie weiß, worauf sie achten muss? Also das Zauberwort ist dann die Usilia-Verschlüsselung und das kann man dann auch irgendwie draufschreiben oder steht da schon drauf. Und Yasina wird damit was anfangen können. Wir können doch einfach zwei Gontongis losschicken. Du brauchst beide Teile der Nachricht, damit es funktioniert. Ja. Ich denke, Sulamin wollte eh die verständigen, oder? Hat euch die mitverstanden gerade? Nein, aber ihr habt mir irgendwie vermittelt, dass das gar nicht mehr nötig ist. Also ich würde ihr ein Schlüsselwort übermitteln, für eine ganze Botschaft reicht es vermutlich nicht. Nee, nur Schlüsselwort, wie Isilda verstanden, reicht dir völlig aus. Okay, wenn ihr sagt, dass wir das brauchen, dann macht Sulamin das. Also du müsstest jetzt, also du kannst das auch in dem Brief einfach notieren. Du müsstest da jetzt keine kamale Botschaft okay. mit aufbauen. Ja, das ist nicht gut. Oh, wartet, wir können das folgendermaßen lösen. Und zwar, ich würfel mal einen W20. 19. Okay, das bedeutet, Sulamin ist nicht neugierig, weil Sulamin hat ja beschäftigt, ob diese Frau noch Hesinde geweiht ist. Ja. Und mit einer 19 sagt sie, ja okay, wenn das so funktioniert, dann wollen wir mal, genau, dann wollen wir mal nicht schnüffeln. Ja, vielleicht lernst du sie ja auch kennen, das kann ja auch sein. Du weißt ja nicht genau, wie alles funktioniert, wie alles, aber zur Not könnte man sich auch nach einem Mendena flüchten, das weißt du jetzt ja nicht. Oder Yasina wartet irgendwo, du weißt ja nicht, wie alles verläuft, aber... Ja, Zulamin wäre durchaus daran interessiert, sie eines Tages kennenzulernen. Aber nicht heute. Schreiben wir einfach auf Usilia-Verschlüsselung und übergeben den Brief an Serpentilio. Genau, der dann einen weiteren Gotongi verschickt. Nunziovolo. Ein Nunziovolo, genau, das meinte ich. Wir sind ja hier kostensparend unterwegs. Richtig. Du könntest auch einen Diva benutzen. Ja, aber der braucht dann Paraphysikalität 2 und der rennt so schnell, dass er über die Wellen rennt, oder? Das kann der, ja. Wie gesagt, dafür braucht er Para 2. Außerdem, dafür muss ich dann erst einen ganzen Invokatio machen, das kostet mir dreimal so viel. Das, wozu? Okay, er kann eine Nachricht zurückbringen, aber Afax hat Heeresbeschwörer, der kann selber einen Nunziovolo schicken. Afax kann eine ganze Menge, ja. Das ist das Problem. Leute, denen du guten Gewissens in Diva schicken kannst, haben auch die Möglichkeit, den Nunziovolo einfach zurückzuschicken und dann kannst du nachher den Einweg Nunziovolo schicken. Leute, denen du gerne Diva schicken würdest, damit er die Nachricht zu dir zurückbringt, möchten nicht von dem Diva eine Nachricht kriegen. So. Ja. Yeah. Und man ist ja kein Barbaradianer, der nur den Invocatio kann. Gut, dann kannst du deinen Nunziovolo wirken. Und dir wird klar, dass der Gotongi mittlerweile Rulat überfliegt und du kannst dir ein grobes allererstes Bild von der schäbigen Hafenstadt machen. Du bist der Meinung, dass in grob 10 Minuten, 15 Minuten er den Strudel erreicht auf der anderen Seite der Insel. Dann lege ich mich doch direkt mal in die Kapitänskajüte, damit die anderen sich das live angucken können. Gut, dann hocken wir da und gucken in die Kristallkugel. Ja, wenn ihr dann allesamt versammelt seid und in die Kristallkugel starrt und blickt, wie wohl auch schon vor einiger anderen Zeit, dann könnt ihr sehen, wie sich vor euch ein gewaltiger Strudel öffnet. Nicht nur das, sondern auch die Klippe dazu mit dem Unheiligtum, vor dem Abel mir vor einigen Jahren stand. Die paar wenigen Häuser sind wohl zurzeit nicht gefüllt. Aber ihr könnt auf der Kraterspitze erkennen, wie dort unzählige Priester stehen, die sich abgekniet haben und beten. Ihr könnt einige Opfer kennen, die wohl schon
bereit gemacht werden, in die Grube getreten zu werden oder aber bereits dort verschwunden sind. Zumindest sind dort gefesselte und auch zerschnittene Fesseln zu sehen. Und das Bild weiter im Norden zeigt eine Unzahl von Dämonenarchen. Auf den ersten Blick sind es wohl 13 Stück, die sich dort angeordnet haben, zu einem unheiligen Tridekagramm. Ihr könnt auch sogar flirrende, blaue, blassblaue Linien erkennen, die sich so ein bisschen milchig über den Strudel schieben, beziehungsweise am Strudel vorbei und dann diesen 13 Stern aufspannen. Und auch von dort erklingt eine Unzahl von Stimmen, nicht nur menschliche Kehlen, sondern auch Raunen und Klickern von Wesenheiten unter dem Meer, die dort versammelt sind und irgendeine riesige, gewaltige Beschwörung planen. Eure Dienste sind wie immer von unschätzbarem Wert, Serpentilio. Gut, dass wir nachgesehen haben. Das ist noch der geringste aller Tricks. Aber ja, ihr habt recht. Was machen sie dort? Ich wusste nicht mal, dass es so viele Eichen gibt. Er hat alle unter einer Flagge. Ihr habt so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, wenn ihr dann direkt in diese Kugel starrt. Selbstverständlich die Plagenbringer als größtes, die Seeschlangen, die da angebunden sind, immer noch träge, fast wie tot im Wasser, wie sie so ein bisschen in so einen Strudel reingezogen werden. Palligan braucht sie mittlerweile nicht. Ihr könnt aber auch erkennen, dass sich eine gewaltige Pyramide auf dem Deck aufgebaut hat und ein gelosendes Auge, was euch wieder einmal anstarrt. Starrt wohl in eine Richtung gleichzeitig, nicht nur in den Strudel hinein, aber auch auf Rulat, aber auch direkt zu euch und auf euren Kotongi, direkt durch die Glaskugel hindurch in eure Seelen hinein. Und ihr könnt es wummern hören in eurem Kopf und ein leises Flüstern, was wohl all die anderen überlagert, direkt in eurem Kopf. Bahamut. Ich denke, das war genug. Mit einem Handwischen über die durchsichtig rote Kugel auf dem Stapel lösche ich das Bild. Und verschließe mich selbst auch dem Bewusstseinssturm des Dämons. Sulamin greift mit zitternden Fingern nach Stift und Papier und versucht, waren irgendwelche neuen Archen dabei? Dann würde sie zuerst versuchen, die zu zeichnen. Also Archen hattest du in aller Formen und Größe gesehen, viele kleine, einige, die auch nicht in diesem 13 Stern dabei waren, weil sie einfach zu klein waren, nicht würdig genug. Aber diejenigen, die dabei waren, hatten so Größen von 40 bis 60 Metern und dementsprechend schleimig, triefend, wohl noch kauend mit ihren Mundwerkzeugen und ihren Mandibeln konntest du noch erkennen, wie da wohl andere Schiffe nachgeschoben worden sind, auch andere Piratenschiffe, die sich wohl dieser Formation angeschlossen haben oder aber geopfert wurden. Nach euren Schätzungen hattet ihr ganz grob 100 Schiffe gesehen. Nicht nur Dämonenarchen, sondern eben auch Piratenpack in aller Größe und Form, Talukken, Zedraken, Schiffe in aller Form. Hatte ich das Gefühl, konnte ich genug erkennen, um zu erkennen, ob sie eventuell ihre verbrauchten Kräfte regenerieren wollen an diesem Unheiligtum. Also dir ist ja von der Gezeitenspinne bekannt, dass dort die Arme eingetaucht werden. Das ist auch der Fall. Sie haben also sie regenerieren zum aktuellen Zeitpunkt. So, dieser letzte Hoffnungsschimmer. Ihr seid nicht wahnsinnig geworden, weil ihr auch einen Blick auf die Frühlingsinsel geheischt habt. Den Wunderbaum, den euch Pereine damals spendiert hatte. Das ist so dieser letzte Ankerpunkt in der Realität gewesen, in der Glaskugel, sonst wäret ihr wahrscheinlich verrückt geworden oder vielleicht sogar tot umgefallen vor Furcht. Aber ja, die Dämonenarchen haben regeneriert, aber dieses Beschwörungsritual, auch gerade nicht im 7-Stern, sondern im 13-Stern, verheißt wohl irgendetwas sehr Ungutes, irgendwas richtig Großes, was da kommt. Der Name Bahamut sagt uns ja irgendwas, oder? Ja, Bahamut, selbstverständlich. Bahamut ist ja mittlerweile oben angekettet. Das ist dieses glosende Auge gewesen, was wohl in dieser Pyramide eingebettet ist. Also mittlerweile Teile des Schiffs ist.
Habe ich mir irgendwie größer vorgestellt. Was haben Sie vor? Konntet ihr erkennen, was sie dort tun? Es sah aus, als könnte es eine Beschwörung sein. Eine sehr spezielle, wenn ich so meinen darf. Für gewöhnlich verwendet man 13-zackige Beschwörungszirkel eigentlich nur, um Dämonen aus eben dieser Domäne anzurufen. Und eigentlich tut das niemand, weil das widerspenstige Gesellen sind. Paligan hat uns schon einige Male überrascht. Nicht zuletzt damit, dass er mit der Ersäuferin gebrochen hat. Gut, gehen wir einmal von aus, dass er mit ihr gebrochen hat. Also wird er nichts aus ihrer Domäne beschwören. Was könnte ihm sonst zunutze sein, wofür er dieses Ritual braucht? Nun, wie euch bekannt sein dürfte, aber mir gibt es mehr als eine Domäne, aus der Dämonen beschwören werden können. Das ist mir natürlich bekannt, aber... Stellt ihr dann eine solche Frage? Habt ihr irgendwelche Vorschläge, was ihr damit machen könnte? Ideen? Der Landverschlinger scheint dieses Auge zu sein, oder? Er hatte ihn mir eher wie ein Seeungeheuer vorgestellt. Vielleicht nicht gerade wie eine Schlange, aber was soll das mit diesem Auge? Ist der Pyramide? Der gebunden? Wie so aussieht. Sicher. Nun, darf ich davon ausgehen, dass er nichts aus der Domäne der tiefen Tochter beschwören kann, dann vielleicht vom feurigen Vater? Aber mir habe ich euch nicht gerade darauf hingewiesen, dass man für gewöhnlich 13-stahlige Beschwörungszirkel nur für einen Zweck verwendet. Muss ich es euch doch nicht aufschreiben? Sagt mir einfach, was er beschwört. Was kann ich euch nicht sagen, aber vermutlich wird er es mit Dämonen des Namenlosen versuchen wollen. Was eine durchaus nachvollziehbare, aber nichtsdestotrotz, und ich kann kein anderes Wort als Kreuz bescheuerte Idee ist, wenn man es sich mit seinen Paktherren verscherzt hat. Das, was ich aus dieser Kugel gezogen habe, ist, dass wir um einiges mehr Brandöl brauchen. Mein Vielfaches mehr. Mein Verlangen nach dieser Harfe ist seltsamerweise gerade gestiegen. Ich weiß nicht, ob dieses Artefakt so mächtig ist oder war. Aber ich würde dieses Ritual wirklich gerne unterbrechen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Artefakt gibt, was die Macht dieser versammelten Archen brechen könnte. Und glücklicherweise müsst ihr nicht gegen die Archen arbeiten. Nicht einmal gegen Paligan, die Plagebringer, er selbst. Denn auch er verwendet die Pforte nur als... Naja, Pforte. Nun ja, sie drängen sich dort wie Kamele an der Tränke. Sagen wir einmal, um im Bild zu bleiben, diese Quelle würde versiegen. Naja, aber ihr wisst mehr als ich, aber was würde dann passieren? Nun ja, sie wären ihrer Regenerationsfähigkeit beraubt. Es würde sie langfristig schwächen, das steht fest. Sie brauchen diese Quelle sozusagen. Stellt euch vor, wie ein Kamel in der Wüste braucht eine Oase. Oder sie würden ihr Ritual am Friedhof der Seeschlangen weiterführen. Nun, es ist ein langer Weg und sie bräuchten dafür zusätzliche Energie, aber vermutlich ja. Mit einer Arche ist es ein langer Weg, vor allem ziemlich kurz geworden. Nun ja, wir müssen davon ausgehen, dass die Plagenbringer nicht besonders schnell sind. Sie würden länger verbrauchen. Es könnte uns Zeit erkaufen. Außerdem, wenn Rituale fehlschlagen, kann das doch für den Beschwörer unerfreuliche Wirkungen haben, oder? Wir sollten uns keine zu großen Hoffnungen machen, aber... Ein fähiger Beschwörer, der hinreichend vorbereitet hat, sollte von einem fehlgeschlagenen Ritual eigentlich nicht betroffen sein.
Nun, ich weiß natürlich nicht, wie weit der intellektuelle Verfall des Bakterias bereits fortgeschritten ist, denn für gewöhnlich sind es gerade die, die sich in der Sicherheit wiegen, dass ihr Herr ihnen schon nicht krumm kommen wird und seine Dienern und deswegen die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen wegfallen lassen. Oder die, die es eilig haben, aber das ist ein anderes Thema. Nun, wir sollten eins nicht vergessen, er hat die Unterstützung des marischen Prinzen auf seiner Seite. Und das ist nicht unerheblich. Das ist wahr. Nun, aber jenseits von Spekulationen, was bedeutet das für unser Unterfangen? Es wird gewiss nicht einfacher auf Rudolf. Dass sie sich alle im Norden befinden und hoffentlich kein Auge auf das Gefängnis haben. Aber wir müssen wirklich schnell wieder weg sein. Ab dem Zeitpunkt, da wir Aufmerksamkeit erregt haben. Der Vorteil ist, die großen Archen... Nun, ich weiß nicht, wie lange dieses Ritual dauern wird. Aber solange es dauert, können die großen Archen sich nicht vom Fleck bewegen. Und die sind wohl die schrecklichsten Gegner. Wir sollten auf jeden Fall Aufmerksamkeit vermeiden, wenn es geht. Wir sind von unserer momentanen Bewaffnung her in der Lage, mit einer kleinen Arche aufzunehmen. Mit der Goldmorgentarantel möglicherweise? Die Goldmorgentarantel ist vieles, aber keine kleine Arche. Ei. Stimmt. Wir hatten doch beschlossen, nicht mit der Avianda dort in den Kampf einzugreifen. Wir wollten ein Kommando unternehmen starten, nicht wahr? Ich spreche auch nicht von einem einzugreifen, ich spreche von einem möglichen Rückzugsgefecht. Und ich denke an unsere Leute, die vielleicht noch immer an Bord der Goldmorgentarantel wären. Aber ich plane keinen offenen Angriff, nein. Zumindest jetzt noch nicht. Wenn wir auf Rulat sind und uns einen besseren Überblick über die Lage verschafft haben, könnten wir nochmal einen Gedanken dran richten. Wenn ich mir der Berichte sicher bin, ist es bei einem normalen Schiff nicht möglich, einer Dämonenarche zu entkommen, solange sie hinreichend gespeist ist, um sich bewegen zu können. Das ist wahr. Sie benötigen keinen Wind, keine Strömung. Sie bewegen sich auf ihren eigenen Füßen fort und sind sehr schnell. Können sehr schnell sein. Entsprechend, Kapitania, sollten wir unseren Rückzug sorgsam geplant haben. Nun, vielleicht kann uns Boltax mit vielleicht einem Djinn in den Segeln unterstützen. Und ja, auch für den Fall, dass sie uns nachkommen, ist es wichtig, unsere Feuerkraft realistisch einschätzen zu können. Immerhin, wir haben das Elfathorn bei uns. Aber optimistisch stimmt mich dieser Anblick hier nicht. Zumal wir es finden müssten, wo diese... gehen wir davon aus, dass wir Rulat vernichten können, das Gefängnis befreien und flüchten können, müssen wir immer noch dieses verdammte Hafending finden? Wir kümmern uns zuerst um die Harfe. Nachdem wir in das Gefängnis eingebrochen sind, werden wir Aufmerksamkeit erregt haben. Selbst wenn niemand uns bemerkt hat und einfach nur eine Person verschwunden ist. Deswegen müssen wir zuerst die andere Küste anlaufen. Ich bin nicht sicher, was wir dort finden können, aber vielleicht sollten wir diesen seltsamen Elfen mitnehmen. Er scheint das zu spüren. Haltet ihr das wirklich für eine gute Idee, Kapitania? Ich möchte ihn nicht zu dem Gefängnisausbruch mitnehmen, ganz sicher nicht. Aber er scheint eine Verbindung zu diesem Artefakt zu haben oder zumindest eine vage Vorstellung. Und ich für meinen Teil konnte zwar spüren, wie der Strudel an meiner Seele zerrte, aber ich spüre keine fehlenden Melodien in einem Lied der Winde. Es sei denn natürlich, einer der Herren hat einen besseren Vorschlag, wie wir dieses Artefakt finden könnten. Habt ihr das denn schon mal versucht? Wie wollt ihr ansetzen daran? Ich werde es versuchen, aber... Nun ja, ich könnte die Göttin um einen Fingerzeig bitten. Was haltet ihr davon? Das wäre doch immerhin ein Anfang. Was hat Raya denn mit
hochelfischen Artefakten zu tun. Das ist ein Musikinstrument, also wird es ihr sicherlich nicht zuwider sein. Und der Kampf gegen die Heptarchien liegt im Interesse aller Götter. Ist eine sehr dünne Hoffnung, nicht wahr? Nun, eine Hoffnung nichtsdestotrotz. Ich denke auch. Ich betrachte das nicht als entweder oder. Ich bin immer noch der Meinung, wenn wir die Harfe wirklich finden wollen, sollten wir diesem Elfen gestatten, an Bord zu bleiben. Erhaltet ihn von meinen Dingen fern. Ich glaube, dass das wird er freiwillig tun. Der Geruch sagt ihm wahrscheinlich nicht zu, eures Labors. Das will ich ihm auch geraten haben. Ja, natürlich. In eurem Labor hat er nichts zu suchen, aber er war ja kaum bereit, in die Kapitänskajüte zu kommen. Ich denke, er wird sich vor allem an Deck aufhalten. Wenn er uns denn begleiten möchte. Nun, es dient seinen Ansinnen, dieses Unterfangen, was immer er will damit. Es ist sein Vorschlag. Er will das, wie sagt er, Lied zum Singen bringen oder so ähnlich. Und seinen elfischen Quatsch. Und das ist das, was er euch sagt, Kapitän. Ja, wahrscheinlich will er, dass ihr das Ding für ihn bergt und es euch dann unter dem Hintern hinaus stehlen. Und solange er seinen Zweck erfüllt, ist mir egal, was mit dem Artefakt passiert. Ja, wenn er die Macht des Strudels eindämmen kann, dann kann er die Harfe danach gerne haben. Mir ist egal, ob wir diesen Elfen mitnehmen oder nicht, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ob wir mit der Jande alleine aufbrechen wollen oder zwei unserer lanfanischen Schiffe mitnehmen und in der Flottille segeln. Heißt nicht, dass wir sie mit auf Hulat nehmen müssen, aber wir wissen, dass sie einige Meilen abwärts sind und uns Möglichkeiten, uns beim Rückzug zu unterstützen. Könnte das hilfreich sein? Nun, ich hatte das vorgeschlagen und Boltax war sehr dagegen, aber ihr habt natürlich recht, wir müssen sie nicht mit nach Hulat nehmen. Ich bin nicht sicher, je weniger Aufmerksamkeit wir erregen auf dem Weg dorthin, desto besser ist es doch, ne? Nun, wir segeln mit einem horasischen Schiff von beträchtlicher Größe an dieser Küste. Mit einem anderen fanischen Konvoi. Das ist aufmerksam genug für die meisten. Wenn wir auf eine Arche treffen, ist es egal, ob wir ein oder drei oder fünf Schiffe haben.